Für eine Stadt ist es unglaublich wichtig, dass in ihr viele und gute Arbeitsplätze vorhanden sind. Und für die Unternehmen ist es wichtig, dass sie viele und gute junge Leute finden, die letztlich auch die Zukunft ihres Unternehmens repräsentieren. In der langen Nacht der Industrie hat man etwas ungewöhnlichen Rahmen und der macht vielleicht mehr neugierig, als man das üblicherweise kann. Ich finde gut, dass die Möglichkeit besteht, überhaupt sowas mit so einer großen Gemeinschaft in so einem großen und wirklich anscheinend wirtschaftlich wichtigen Unternehmen hier teilzunehmen. In der Nacht ist es ziemlich spannender als am Tag. Ja, ich finde das gut. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr schöner Erfolg für uns. Ich wäre schon zufrieden, wenn die jungen Leute nach Hause gehen und sagen, Mensch, das war ja toll, an der Universität Hannover gibt es ja ganz tolle Sachen, die man da studieren kann. Und ich glaube auch, die Jugendlichen wissen inzwischen, dass es für sie wichtig ist, sich zu informieren. Wichtig ist für den Standort Hannover wie auch für Deutschland, junge Leute zu begeistern für Technik, für Produktion. Das wollen wir hier mit diesem Abend auch erreichen. Die Firmen haben sich sehr engagiert bemüht, den Teilnehmern Industrie als so spannend zu zeigen, wie sie ist. Das fand ich ganz großartig. Waren toll organisiert, haben sich als hervorragende Gastgeber bewiesen. Schöner kann ich es mir nicht wünschen.